Hallo ihr Lieben, an dieser Stelle sollte eigentlich ein Video über Monogamie entstehen. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist, aber irgendwie kriege ich keinen geraden Satz raus, beziehungsweise verhaspel ich mich. Oder aber ist das Thema so komplex, dass meine Gehirnwindungen da einfach nicht nachkommen? Denn die Frage, die ich mir heute in diesem Video stellen wollte, ist Monogamie angeboren oder ist es einfach nur ein antrainiertes Verhalten? Warum ich mir diese Frage stelle, ist sowohl aus eigenen Erfahrungen als auch wie ich meine Umwelt beobachte, dass der monogame Grundgedanke immer wieder für Probleme bzw. für Vertragsbruch sorgt. Was ich damit meine, ist, dass viele Menschen in Beziehungen leben und irgendwann sexuelle Bedürfnisse auch zu anderen Menschen entwickeln, diese aber unterdrücken oder nicht leben. Und dadurch es zu Konflikten bzw. auch zu Vertragsbruch mit dem eigenen Partner kommt. Und der Gedanke dahinter ist das überhaupt ein sinnvolles Konzept? Weil wenn du in die Vergangenheit blickst, ins alte Griechenland, ins alte Rom, es gibt sogar bis heute noch Kulturen, wo eine multikultisexuelle Orientierung völlig normal ist bzw. auch, sage ich mal, gesellschaftskonform geht. Und leben wir hier nicht in einem Konstrukt, was vielleicht veraltet ist, was vielleicht einer schönen romantischen Idee entspringt, aber gar nicht realisierbar ist? Und ist es vielleicht nicht auch ein Konstrukt, was uns quasi schon dazu zwingt, irgendwann unglücklich zu werden, weil das, was wir versuchen umzusetzen, überhaupt nicht realistisch ist? Wenn man über polygame oder offene Beziehungen spricht, höre ich ganz oft, ja, aber die Beziehungen funktionieren doch gar nicht. Ich finde, die Praxis zeigt, Monogamie funktioniert nicht und Polygamie vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung und stelle mir einfach diese Frage. Oder aber liegt es denn eigentlich nur daran, dass die Absprachen in einer Beziehung nicht klar genug definiert sind? Ich finde, polygame Beziehungen ab dem Punkt schwierig, wo ein Mensch einfach nur rausgeht, um sein Ego zu befriedigen. Aber gibt es denn nicht auch diese Momente, wo man auf einen Menschen trifft, dem man körperlich gerne näher wäre, wie jetzt einfach nur im Gespräch? Und wäre es nicht schön, dem nachzugehen? Das Witzige an der ganzen Geschichte ist ja eigentlich, dass der Kontext eine total wichtige Rolle spielt. Was ich damit meine ist, wenn wir unter dem Deckmantel Massage uns von einem wildfremden Mann am ganzen Körper berühren lassen, empfinden wir das A als schön, plus B ist es anscheinend völlig legitim. Ist es wiederum jemand, den wir kennen, wird es irgendwie schlüpfrig und ja, fast nicht mehr gesellschaftstauglich. Die Frage ist, warum ist es eigentlich so? Und mich würde brennend interessieren, wie seht ihr das? Was sind eure Gedanken dazu? Was ist vielleicht euer Rezept für eine ewig glückliche Beziehung? Oder aber habt ihr für euch ein ganz neues Modell entdeckt, was für euch stimmig ist? Letzte Woche habe ich ein Video gemacht über Sensibilität, Medialität und Heilen. Wenn euch das interessiert, unten bei den Videos. Und ja, für mir bleibt es erstmal zu sagen, seid wild, seid unersättlich und bis ganz bald. Tschüss.